Jo Leute, was geht? Bald ist soweit, der 18. März, dann kommt der DLC raus für Mario Kart 8 Deluxe. Und ich habe mir gedacht, es wäre mal ganz spannend zu sehen, welche Strecken rauskommen werden, welche sehr wahrscheinlich rauskommen werden und was meine absolute Wunschliste wäre. Ich werde nur Strecken nennen, die Retro-Strecken sind, also von anderen Konsolen. Ich werde keine Mario Kart Tour-spezifischen Strecken hier auflisten, weil erstens kenne ich die nicht und zweitens fühle ich die auch überhaupt nicht. Wir haben gesehen, bei den letzten 8 waren 3 Stück exklusiv Mario Kart Tour Strecken. Also denke ich mal, dass von den ganzen 48 Stück gut 10 bis 15 Strecken nur Mario Kart Tour sein wird. Aber gut, fangen wir an mit den Retro-Strecken, die sehr, sehr wahrscheinlich kommen werden, weil diese gibt es schon in Mario Kart Tour und wie wir wissen, alle DLC-Strecken, die für Mario Kart 8 rauskommen, sind Mario Kart Tour-Strecken. Da hätten wir zum einen, ich habe mir hier eine Liste aufgemacht, damit ich hier nichts vergesse. Da hätten wir zum einen Donkey Kong, ihr seht es auch im Hintergrund, Donkey Kong Schikane von der Wii. Ist eigentlich schon auf Mario Kart Tour, ich habe mir das komplett angeguckt. Perfekt eigentlich, kann man so portieren, easy. Also man fliegt, man hat viele Sprungchancen, man kann gut driften, man kann gut abkürzen. Also ist eigentlich eine perfekte Strecke auch für die Switch und für Mario Kart 8. Als nächstes haben wir den Blätterwald von der Wii. Den gibt es auch schon komplett fertig in Mario Kart Tour seit längerem. Und der ist auch so, wie er ist, meiner Meinung nach perfekt und kann so komplett direkt portiert werden, ohne viel weiteren Aufwand für Nintendo. Und den finde ich auch ziemlich, ziemlich nice. Als nächstes haben wir Marios Piste 3 für den Super Nintendo. Ich finde die ganzen alten Super Nintendo-Strecken nicht so spannend, weil die immer relativ kurz sind und keinen besonderen Kniff haben. Aber gut, Super Nintendo auch dabei. Als nächstes haben wir Warios Galoonenwrack vom 3DS. Den muss ich sagen, die Strecke kenne ich gar nicht. Die habe ich noch nie gesehen. Ich habe klar vom 3DS Mario Kart gespielt, aber mir war gar nicht so bewusst, dass es diese Strecke gibt. Und aber die sieht natürlich auch sehr spannend aus. Es ist relativ lang, viel unter Wasser, viele Sprünge. Da bin ich gespannt, wie das dann auf der Konsole später sein wird. Als nächstes haben wir eine absolut geile Oldschool-Strecke vom Nintendo 64. Die Polar-Parcours-Strecke. Die gibt es auch schon fertig, komplett bei Mario Kart Tour. Da gibt es nicht viel zu sagen. Gibt ein paar Sprungchancen. Ist eine super Strecke. Wer sie nicht kennt, wird sie sehr wahrscheinlich bald kennenlernen auf der Switch. Dann haben wir noch den Koopa Troopa Strand. Einer meiner absoluten Lieblingsstrecken auf dem N64. Feiere ich extrem, wenn der kommt. Also wenn sie den nicht rausbringen, ist ja, also ist absoluter Fan-Favorite und den müssen sie auf jeden Fall rausbringen. Und als letztes, was schon fertig ist, ist der Dino-Dino-Dschungel vom GameCube. Und das ist auch einer der meiner Meinung nach besten Strecken für ein GameCube gewesen, für Double Dash. Ja, soweit zu den ganzen Strecken, die es schon im Mario Kart Tour gibt, die im Prinzip schon fertig sind und zu 99% sage ich mal auch in diesem DLC-Paket enthalten sein werden. Aber ich habe mir auch natürlich auch ein paar Strecken rausgesucht, die es jetzt noch nicht bei Mario Kart Tour gibt, die ich aber unglaublich gerne sehen würde. Und ich muss dazu sagen, die sind sehr GameCube Double Dash lastig, weil das mein absolutes Lieblings-Mario Kart-Spiel ist. Ich fand das damals richtig, richtig cool mit diesem Doppel-Item, was da eingeführt wurde, mit dem Wechseln der Items, mit den Doppelfahrern in einem Kart, mit dem Boost. Man konnte nicht springen. Und jeder Charakter hatte seine eigenen spezifischen Items, was auch nochmal einen richtig, richtig geilen Kniff reingebracht hat. Also zum Beispiel sowas wie den Kettenhund von den Babys oder das Herzchen von von Daisy und Peach. Also es waren spezielle Items, die es richtig, richtig interessant gemacht haben. Also, zum ersten kommen wir. Zum allerersten, die ich gerne sehen würde, das ist die Pilzbrücke. Absoluter Oldschooler, Pilzbrücke für einen GameCube bei Double Dash. Mit der legendären Brücke, über die man fahren konnte, was aber extrem schwer war. Mit den Röhren, womit man abkürzen konnte. Es war eine absolut geile Strecke.
Als nächstes, die Pilz City war einer meiner absoluten Lieblingsstrecken, weil man da zwischen den Streckenteilen fahren konnte mit einer kleinen Abkürzung. Es fuhren Autos rum, aber auch nicht so, dass die genervt hätten. Sehr kurvige Strecke, also für mich echt eine richtig gelungene Strecke und die würde ich sehr, sehr gerne sehen. Als nächstes Vario Colosseum. Also ich glaube, das ist einer der längsten Strecken, die nicht Rainbow Road sind und feiere ich extrem, finde ich richtig, richtig geil. Vario Colosseum, viele krasse Sprünge, viele Kurven, ist eine sehr, sehr gute Strecke, die ich auf jeden Fall sehen möchte im DLC. Dann haben wir eine Strecke dabei, die nicht von der GameCube ist und das ist zum Beispiel die Yoshi-Wüste vom Game Boy Advance. Werden die wenigsten kennen, weil die Strecke wurde noch nie irgendwo geremaked. Und Yoshi-Wüste hat für mich, was dieses Wüsten-Setting angeht, eigentlich ein richtig gutes Potenzial. Man kann da so viel rausholen, auch mit den Aesthetics. Da ist ein kleiner See drin, wo man durchfahren könnte, indem man dann im Wasser fährt. Man könnte einen richtig geilen Hintergrund machen. Dieses ganze Setting mit der Wüste und dem Yoshi könnte man richtig gut darstellen. Also da hätte es auf jeden Fall verdient, ein Remake zu kommen von dieser Strecke. Und als letztes, meiner Meinung nach die geilste Strecke vom GameCube-Teil von Double Dash, Daisy Dumpfer. Daisy hat nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, im Deluxe-Teil sowieso. Deswegen denke ich mal, dass der richtig, richtig gut passen würde, der Daisy Dumpfer. Ist ein super Setting, eine super Strecke, auch mit super Abkürzungen und gefällt mir sehr, sehr gut. Und was mich mal interessieren würde, ist, was würdet ihr denn gerne sehen? Also was sagt ihr, diese Strecke muss unbedingt in den DLC kommen? Egal, ob es eine sehr, sehr alte Strecke ist oder vielleicht schon mal geremaked wurde. Also da lasst mir gerne mal euren Kommentar zu da und ja, like den Kanal. Like das Video, abonniert und kommentiert. Bis dann, haut rein.